Die STIKO erweitert ihre Impfempfehlungen gegen Meningokokkeninfektionen. Nun sollen Babys und Kleinkinder auch gegen Meningokokken B geimpft werden. Seit 2006 wird die Meningokokken C-Impfung für Kinder ab 12 Monaten empfohlen. Die Kosten werden von allen Krankenkassen übernommen. Zusätzliche Meningokokkenimpfungen mussten Eltern selbst zahlen. Durch die STIKO-Empfehlung wird nun auch die Meningokokken-B-Impfung zur Pflichtleistung für alle gesetzlichen Krankenkassen. Bereits ab August 2024 soll die Abrechnung über die Versichertenkarte möglich sein. Bis dahin erfolgt die Kostenerstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen. Wann wird gegen Meningokokken-B und C geimpft? Die Meningokokken-B-Impfung wird ab dem zweiten Lebensmonat empfohlen. Weitere Impfungen erfolgen mit 4 und 12 Monaten. Versäumte Impfungen sollten bis zum 5. Geburtstag nachgeholt werden. Die Impfung gegen Meningokokken C erfolgt kurz nach dem 1. Geburtstag. Nachholimpfungen sind bis zum 18. Lebensjahr möglich. Warum brauchen Kinder die Meningokokkenimpfungen? Meningokokkeninfektionen sind zwar selten, können aber lebensbedrohlich sein. Sie verursachen meist eine eitrige Gehirnhautentzündung. Komplikationen können Krampfanfälle, Taubheit und Entwicklungsstörungen sein. Seltener führt die Meningitis zu einer Sepsis und einer dadurch ausgelösten gestörten Blutgerinnung. Dadurch können Gliedmaßen absterben. Es kann zudem zu einem lebensbedrohlichen Kreislaufschock kommen.